Ja, also markieren kannst du trotzdem nicht, okay. Frage mal wenigstens, was ich mir markiert, Chris. Wir können hier wirklich, wie heißt es? Ja, wertvolle Arbeit für die zukünftige Final Fantasy Community, leisten, wenn wir ihm beibringen, wie man als Tank markiert. Das ist eine Bereicherung für jeden anderen, der da mit ihm spielt. Ja, eigentlich schon, ne? Und wir können das leisten, Chris. Wir Wir können können der ihn einfach Community zurecht zeigen, dass drücken, Alter, und wir. sag, okay, wenn du gerade einen Dungeon machst, dann blast deiner Mutter wenigstens ein oder so. Hier, ne? Das ist ein Let's Play. Hier bringt man Leuten noch was bei. Beleidigt sie währenddessen halt auch. Und davor Niemals! und danach. Und währenddessen, und wenn man gerade nicht aufnimmt, so ganz besonders, ist das sowas wie Hetzen. So, wir müssen runter. Hier ist noch eine Kiste drin, neben dran. Test drauf. Weißt du, wie man markiert? Wie meint er jetzt markieren? Antworte ich halt mal. Okay, das ist jetzt die Antwort, die ich jetzt. Gott, hör doch auf, Alter. Und der Bogenschütze zieht Akro. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ja, Wenn der DD geht da anfängt, drauf. Akro zu ziehen, das ist halt wieder richtig traurig. Brauche ich nicht heilen dann? Nö. Weil jetzt stirbt er jetzt. Ich heile nicht. Die Leute müssen es Ja, lernen, Mann. ja? Ihr müsst den wirklich. Die müssen wirklich Schmerz erfahren, damit sie wissen, die haben was Dummes gemacht. Wenn jetzt noch geheilt wird, dann denkt er, oh, ich hab's ja gut gemacht. Ich werde ja geheilt. Boah, ja, wie beim Hund, Alter. Wenn er dir in den Pfoten beißt, dann streichelst du den ja auch nicht. Wenn er dir Gibst nur Leckerli. In den Pfoten beißt. Das ist zu. Digga, hättest du nichts gesagt, hätten diese anderen auch nicht mitgekriegt. Oh, stimmt, sorry. Ja, er lebt noch. Lass doch nochmal auf einen draufgehen, dann ist er tot. Nein, ich zock mit den Händen. Ha, Ich zock mit den Augen, weißt du? Da wo ich hinguck, da greift meiner an. Das wäre nice. Ja. Also dann Das rechtsklick habe ich den jetzt nie Gegner. geschrieben, ja? Was? So schreibe ich dann. Nee, KKK, sowas normal. Ja, ist ein Lied. Da kann man jetzt, interpretieren, was man will. Ja, ist ein Lied, wie du sagst, genau. Ist ein Track, Leute. Hört ihn euch an, wenn ihr einen Ohrenorgasmus haben wollt. Oh ja, ist richtig nice. So, was passiert hier gerade? Wir analysieren mal. Und zwar, also, weißt, ich laufe einfach, ich laufe hier kurz hin, so um besser zu gucken. So, wir sehen gerade, dass man nicht genau weiß, wie man fokussiert. Wobei, jetzt ging es ja nicht mehr. Ja. Hat ja auch gedauert. Ich bin zu dem hingelaufen, den er angegriffen hatte, und dann ist er zum nächsten. Ah, richtig nice. Also geil, wenn manche Leute nicht wissen, wofür ihr Tank da ist. Ja. Ach scheiße, ist noch ein Gegner gekommen. Ach ja. Einiges vor uns. Ja, wir haben sogar schon Limit voll, ja? Ja, ja. Geht ja am Anfang recht schnell, aber benutzen würde ich es trotzdem nicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du benutzt beim nächsten kleinen Boss. Okay. Einfach nur um zu gucken, ob das bis zum großen Boss dann wieder voll ist. Weißt du? Okay, Weil das wird den Fluss ja wiederum ein bisschen beschleunigen. Das stimmt tatsächlich bis auch. Das nächste Mal dann. Wenn nicht, dann gammeln die halt hier noch ein bisschen. Pimmeln hier eh genug rum. Ah, oh, schade, ist nicht für mich. Ah, schade auch nicht für mich. Ich mach passen. So, ey, das bin ich mal. Würde mir 28 Verteidigung geben.
Lol. Wie gerne ich das anziehen würde. Ich bin halt nur ein schwuler Pokémon. Nice gemacht. Lass nicht sterben, ist okay. Ah, nice. Stimmt. Ich heile nicht. Salz. Wenn er gerade schon wieder zu nah hinläuft, ignoriere ich das doch komplett. Achtung! Oh, oh, es ist so keiner close. Der nächste Hit könnte ihn killen. Man weiß nicht genau. Yes. Das wird so knapp. Ja, kite den ganz gut. Ja, leider. Geh doch rein, Chris. Ach, jetzt doch? Ja, wenn der Tank mit drauf geht, dann kannst du auch drauf gehen. Wenn der Tank nicht mit drauf gegangen, wäre er sie erst jetzt gestorben. Hat er noch überlebt? Phoenix Flair. Alles klar. Aber ein Strick hat das Ding schon daheim, oder? Ich hoffe, Alter. Wenn nicht, spring einfach aus dem Fenster. Ob es zu ist oder nicht, egal. Du darfst auch durchs offene Fenster springen. Warum sollte ich? Und danke fürs Heilen. NP. Hat der geschrieben? Ja, im. Echt? Aber nicht in der Gruppe. Ah, nice. Danke fürs Heilen. Spasti, ich heil dich nicht, Alter. Wenn du reingehst und du ziehst deine Aggro und du bist nicht der Tank, dann hast du es verdient zu sterben. Das ist wieder. Die Leute müssen verstehen, die haben was falsch gemacht. Sie müssen es fühlen. Das ist wirklich wie bei Hunden, Alter. Ja. Wenn die was kaputt machen, bei dir daheim lobst du dir, ne? Ich meine, theoretisch hätte ich ihn locker heilen können und wir hätten das jetzt easy geregelt, aber nee, dann denkt er sich, das oh, guck mal, das kann ich ja jedes Mal machen. Nee, das kannst du nicht jedes Mal machen. Du hast zu lernen. Wieder um was anderes, wenn ich dann sagen würde, oh Gott, sorry, ich bin bei dem Gegner reingelaufen, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, genau. Ich bin gerade die Treppen runtergefallen und habe meinen Penis in der Vagina eingeklemmt oder so. Ist ja was ganz anderes, Mann. Wir sind chillen dann noch im Teamspeak dabei. Ja, weil hätte er auch sorry geschrieben, als er die Akku gerade eben gekriegt hat, dann wäre es so wieder legitim gewesen. Ja, aber nicht so von wegen, oh, ich habe jetzt Akku gezogen, ich habe ja ein Team, das kann er regeln. Weil ich einen dummen Fehler gemacht habe. Das muss halt nicht sein. Nicht in der Vierergruppe, Leute. Man muss seine Fehler eingestehen. Also als Premats kann man sagen, okay, ihr regelt das Dungeon so. Nur der Heiler zieht Akku oder so, weil. Ja. Das ist ganz anders. Aber nicht so auf diese Art und Weise. Jungs, wenn ihr diese Spieler gewesen seid, tut es beim nächsten Mal genauso. Aber nur wenn wir beide nicht mitspielen. Wenn wir beide nicht da sind. Mann. Es ist einfach so hart, wenn man sich mit dem Spiel auskennt und dann mit Vollidiot spielt. Weil wir sind ja auch nicht Überpros, ja? Wollte gerade sagen, wir sind auch nicht der Boss hier im Spiel, aber ansonsten im Leben. Ja, danke. Aber wir geben ja wenigstens ein paar Tipps. Ja. Wir versuchen es zumindest, ja? Auch wenn es vielleicht nicht so rüberkommt, aber die Leute müssen es einfach annehmen. Die müssen. Wenn sie überleben wollen. In dieser düsteren Welt. Die böse ist. RCS hat gerade gefragt, ob es besser ist. Fragezeichen. Also da muss man jetzt... Ja, er scheint wohl jetzt im Lernprozess zu sein. Also er tankt jetzt gerade einen Gegner, der von hinten kommt. Dafür kann er nichts. Weil der Gegner von hinten reingekommen ist. okay. Aber er fragt wenigstens nach. Auch wenn es jetzt vielleicht ein sarkastisches besser war. Aber da kann man fair antworten und sagen, ja, hast du, ne, hast man nicht getankt als DD. Hast du okay gemacht. Und du weiter so machst, kann aus dir mal ein immer noch unterdurchschnittlicher Final Fantasy 14 Spieler werden. Wenn du so weitermachst, kannst du erstmal in, okay, drei Fates reingehen und dich erstmal zusammenklatschen lassen. Aber nur wenn es Riesen sind. Sorry, bin erst seit gestern erst am Spielen. Ja, ist doch okay. Ist doch, freut mich doch. Neuer Spieler ist immer gut für die Community, vor allem auch deutsche Spieler. Und wir, ne, wie vorhin schon gesagt, wir sind dafür da, um die Community hier, die deutsche Community besser zu machen. Mann. Erziehen Sie, nein, machen Sie besser. Nein, besser machen. Erziehen. Wer ganz unartig ist,
Der kriegt ja die Leine angelegt. Bei mir auch, ist da auch egal. Hauptsache der Lernprozess ist da. JK. Okay, okay. Aber denke ich, nee, halt. JK heißt Joker. Just kidding. Ja, aber das J Joke, weiß ich nicht. Just kidding. Das J weiß ich nicht. Wahrscheinlich aus Versehen. Ja, vielleicht wollte er nur okay. K. Also, ja, genau. Köln! Köln! Oh, ich mach Schaden. Oh! Körperspitz, lange ist in der Hand. Oh! Also wie sonst auch. Ja. Nur, dass es halt spitz nicht und lang extrem ist. Nicht spitz. Es ist halt nur spitz. Okay, wieso kriegt der jetzt gerade so viel Schaden, Alter? Weiß ich nicht. Das war gerade richtig gut, der gefallen ist. Benutzt mal Limit, ja? Ach stimmt, wolltest du machen, ja, mach mal. So. Okay. 17% hat er verloren, das waren 528. Wow, geht. Ja, mal gucken, wenn das der erste Balken jetzt voll ist bis zum Endboss und wir den zweiten Balken auch voll kriegen, dann nutze ich den nochmal. Mal gucken, wie viel Schaden das macht, weil es hat jetzt zweimal hintereinander 500 Innengrad abgezogen. Ja, ich hoffe mindestens 1200, weil sonst lernst du es überhaupt nicht. Ja. Stimmst du mir zu, oder? Voll und ganz. Nein. Wenn du schon keine Ahnung hast, dann stimme ich dir nichts zu. Okay. Alter, der ist ja schon wieder fast verreckt. Was war das jetzt? Oh nice, für Marodeur und Krieger. Ich bin nicht beides nett. Geil. Geil, will ich erstmal haben. Fuck, ist anscheinend für keinen war, Alter. Die mussten auf Gear würfeln. Nee? Oder? Nee, du hast bekommen. Ja, sag ich doch, du hast auf Gear gewürfelt. Ja, nice. Was ja für keinen war. Ich würfel immer auf Gear. Du bist so nett. Du nimmst den Leuten, damit sie ja gar nichts haben. Nee. Ja gut, haben sie auch nicht verdient. Ne? Wenn der Boss entscheidet, sie haben sich verdient, dann kriegen sie es halt auch nicht. Also heute sind wir nett drauf. Muss man fairerweise mal sagen. Wir sind noch richtig nett zu den Leuten heute. Vor allem sind alles Deutsche. Ja, das ist auch mal was. Liegt an uns. Gucken die ich glaube, Videos die auf Deutsch beleidigen, die Uhr. Ja, auf jeden Fall. Ne, die gucken einfach unsere Videos. Die wissen dann, shit, das Spiel muss ich spielen, Alter. Ich will genauso sein wie die. Wir haben eine Vorbildfunktion. Ich will auch eine dicker Slifer haben. Ich will auch eine. Ich wette, der eine oder andere sitzt gerade vor dem Video. Oh Gott. Und denkt sich, Slifer, warte mal, irgendwo habe ich das doch schon mal gehört. Aber ich verrate nicht, wovon das ist. Was machst du? Wegen dem Digger Slifer. Ja. Ja. Slifer kennst du ja. Ja. Gut, aber wir verraten nicht, woher das ist. Ja. Wir verraten nicht, aus welcher Pokémon-Generation das ist. Nein, nicht ganz. Das war doch Digimon, oder? War es nicht ein Beyblade? Ah, stimmt, Naruto. Das war eine Attacke. Eine Attacke bei Naruto. Hat doch irgendwas mit Chakra zu tun. Ja, irgendwie so. Du musst tief in deinen Slifer greifen, dein Chakra rausholen und einfach. Und wild deinen Beyblade rausschmeißen, was? Muss aber dann einfangen mit einem Pokéball. Sonst geht gar nichts, Digga. Ja, genau. Das nächste, wenn du ein Beyblade ziehst, schmeiß ein Pokéball. Was haben wir denn hier? Sieht ja voll schön aus. Ah. Oh, das war eine 43. Gut. Weggekrittet mit 57. Nice. Geil, gell? Wie viel Leben hat der Gegner gefühlt? 2000. Ja, nice. Das hast ja richtig viel weggemacht, Alter.
Er ist abartig, wie ich keinen Schaden mache. Hier 58, 44, 42, 19. Oh, 39. Oh. Ich mache einfach keinen Schaden, ne? Ja, kommt noch. Irgendwann heilst du auch die Gegner, das ist schon okay. Ja, aber nicht mit dem Pikenier. Der macht nie Schaden. Ja. Wobei, wer weiß, wer weiß. Who knows? Nobody knows.